Hallo Sportfreunde, heute mal wieder ein Video aus dem Jungtierschlag. Sie haben gerade gemeinsam Freiflug gehabt, wie gesagt, das sind immer noch die 12. 6 Vögel und 6 Weibchen. Ja, sind gerade vom Freiflug rein. Momentan haben wir es ja recht warm, aber ich muss sagen, sie sind soweit recht gut drauf. Sie sind eigentlich auch alle verpaart. Es wechseln natürlich öfters mal welche jetzt die Zellen oder verwechseln sie. Aber das erzeugt natürlich auch noch ein bisschen Eifersucht. Ja, so sieht die Sache hier momentan aus. Sie sind eigentlich vom Training her recht gut vorbereitet. Mehr kann man da momentan nicht machen. Sie werden jetzt mal am Wochenende zusammenbleiben, damit man das noch weiter fördert. Und werden dann, wie gesagt, gucken wir mal hier drin. Ist ebenfalls ein Pärchen drin. Ja, und werden jetzt immer nach und nach einmal in der Woche so 25 Kilometer weggebracht. Und am 6. Juli werde ich sie dann zusammenlassen und werde sie dann letztendlich auf den Rest kommen lassen. So ist die Planung. Ob es dann so wird, ist natürlich noch wieder von vielen Umständen abhängig. Hier könnt ihr sehen, Härchen. Ja, alles so, wie es eigentlich von der Vorbereitung her sein sollte. Auch eine tolle Täube hier. Es wird nicht allzu viel jetzt hier mit den Jungtauben gemacht. Ich muss sagen, ganz ist mir das dies Jahr nicht gelungen. Es ist doch zu sehen, dass etliche der Jungtauben eben nicht perfekt durchgemauert hat. Das liegt nicht an den Jungtauben, das liegt an den Züchter. Da hat er nicht gründlich genug verdunkelt, war irgendwo etwas nachlässig und das zeigt sich jetzt im Gefieder. Naja, damit muss man dann eben leben. Jetzt spielt das bei mir nicht so eine ganz große Rolle. Hier unten sitzt auch noch ein Pärchen in so einer Styroporkiste. Das nutzen die Tauben natürlich sehr gerne, so eine Höhen. Ja, also das ist bei mir nicht ganz so problematisch. Aus dem Grunde, weil einfach die Tauben nachher auf Nest gespielt werden. Und da hat sich das mit der Fiedermauser sowieso erledigt. Ja, dann lassen wir den mal da rein. Alles unproblematisch. Das läuft so wie eigentlich bei den Witwern auch. Ja, ob da zum Schluss nachher was bei rauskommt, ist eine andere Sache. Ich habe es einfach so getan. Und jeder muss da seinen eigenen Weg finden. So, das soll es schon gewesen sein. Das war mal ein kurzer Blick in den Jungtierschlag. Ich mache ja jetzt hier auch noch die Höhle auf. So, dann können sie da auch reingehen. Ja, das war's. Ich werde morgen noch mal ein Video drehen von dem Witwer beim Einsetzen. Und dann schauen wir mal, wie es Wochenende wird. Tschüss!